Auch als ich dann nochmal versucht hatte, mit ihr zu sprechen und was ansprechen wollte, wo sie dann sagt, wer redet? Ja, was soll man dazu sagen? Das ist einfach ein kindisches Verhalten. Sowas kann man mit 12 machen in der 5. oder 6. Klasse, aber nicht als erwachsene Frau. Boah, ich werde Linda-Fan. Leute, ich werde ein Linda-Fan. Was aber so irgendwie besonders hart halt nochmal für mich war, war halt so, dass das halt irgendwie am Telefon stattgefunden hat. Und wir waren ja beide in Deutschland, also man hätte das ja auch irgendwie anders machen können. Ciao, Kakao, ne? Er ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor. Das Problem ist nur, er ist gewachsen. Deswegen werde ich jetzt an die Charité überwiesen und dann wird das gestanzt und dann werde ich hoffentlich gute Ergebnisse bekommen. Ich wollte euch aber einfach nur noch mal ans Herz legen. Bitte, bitte, bitte geht zur Vorsorge. Okay, wow. Direkt ein neues To-Do auf meinem Notizzettel. Please hold for a very important message. Hallo liebe Schnuffelhasen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Daniel, dein Lieblingsroaster mit Herz und ich heiße dich hier willkommen zu einer neuen Recap. Für alle, die sich wundern, eigentlich ist ja jetzt Aito-Wochenende. Samstag und Sonntag lade ich ja eigentlich immer diese Reactions hoch. Wir haben Aito 13 fertig, ist auch schon in den Startlöchern auf YouTube, aber das Video wurde eingeschränkt und wurde zur manuellen Prüfung geleitet und die findet scheinbar am Wochenende nicht statt. Deswegen warte ich, bis das Video auf grün ist. Es gibt da immer so ein Ampelsystem. Wahrscheinlich haben wir irgendwo was gesagt, was nicht ganz so jugendfrei ist. Oder ich habe es ja gesagt, ne? Hat ja sonst keiner was damit zu tun. Und ja, oh Gott, ich habe gerade einen leichten Schwindelanfall, weil ich mal wieder aufhören möchte zu rauchen und mir Nikotinkaugummis gekauft habe. Okay, also ich habe die ganze letzte Woche nicht geraucht, habe dann sogar die letzten 3 Tage im Porto nicht mal mehr Nikotinkaugummis gehabt. Und ja, dann passierte am Freitagabend und am Samstag, also gestern, etwas, was ich euch heute erzählen werde, im Vorgeplänkel. Und da musste ich einfach anfangen zu rauchen. Ich konnte nicht mehr. Das ist wirklich Murphy's Law. Das ist die Definition. Ich werde euch das jetzt einmal alles erzählen. Und ich werde euch auch erzählen, was ich daraus nehme, weil ich starte tatsächlich mit so einem richtig guten, empowernden Gefühl in diesen heutigen Tag mit Vorsätzen, die gut für mich sind und lass mich nicht unterbekommen, obwohl ich wirklich eine Menge Geld ausgegeben habe, eine Menge Stress hatte. Und das waren alles die Nachwehen von dem Taschenklau, der mir widerfahren ist in Porto. Mir wurde einmal alles geklaut. Von einer Sache wusste ich aber noch gar nicht, dass sie weg war. Das habe ich dann gestern am Freitag am Flughafen bemerkt. Mein Schlüssel. Mein Schlüssel war auch mit in der Tasche. Das habe ich euch im letzten Video gar nicht erzählt. Und da war mein Autoschlüssel dran, mein Wohnungsschlüssel. Und nein, niemand hatte einen Ersatzschlüssel, nicht mal ich in der Wohnung. Und ja, also es war wirklich ein heavy Wochenende. Und ich bin jetzt aber wirklich glücklich, weil ich starte, wie gesagt, mit einer neuen Power und ich werde euch jetzt erzählen, warum. Also, dass die Tasche geklaut wurde mit EC-Karten, wisst ihr ja, Kreditkarten. Und dann war da aber auch noch eine weitere EC-Karte drin, von der ich gar nicht wusste, dass sie da drin ist, weil ich dachte, sie wäre zu Hause. Da dachte ich, okay, gut, dann hast du zumindest Zugang zu Kohle, wenn du wieder in Hamburg bist. Und das Konto habe ich auch nicht sperren lassen, beziehungsweise die Karte. Aber ja, dann war auch noch das andere Konto drin. Genau. Ja. Gut. Und dann war ich gestern am Airport, am Freitag am Airport in Porto und merke dann, fuck, Schlüssel, wo bist du? Der war auch nicht dabei. Und das bedeutete, ich konnte mein Auto vom Flughafen nicht abholen. Ich konnte die Hunde direkt nach der Landung nicht abholen. Ja, eine Katastrophe. Ich habe dann kurz bevor ich in den Flieger gestiegen bin, gegen 16 Uhr, Katha angerufen, meine beste Freundin, und habe sie gefragt, ob sie mich abholen kann. Ich brauchte einfach so die vertrauteste Person dann in dem Moment an meiner Seite. Und ja, dann hat sie mich abgeholt. Und dann sind wir erstmal zur Wohnung gefahren. Während wir auf dem Weg zur Wohnung waren, haben wir einen Schlüsseldienst angerufen, damit der
die Wohnung halt aufbricht, weil ich keinen Schlüssel hatte. Angekommen an der Wohnung habe ich etwas bemerkt, was nicht so schlau war. Ich habe ein Fenster auf Kipp gelassen. Und dann konnte ich mit meinem Stativ in meine Wohnung einbrechen. Was halt nicht so beruhigend ist, weil wenn mir das gelingt als Laie, will ich gar nicht wissen, wie leicht ich das gemacht habe für Einbrecher. Also ja, da muss ich auch auf jeden Fall upgraden und auf sowas achten, weil ich hatte noch Wäsche aufgehangen, bevor ich die Wohnung letzten Freitag verlassen habe und habe so gedacht, ja okay, wegen Feuchtigkeit macht das auf jeden Fall Sinn, wenn du ein Fenster offen lässt, aber ja, ich wohne halt nicht mehr oben, sondern unten und das war nicht so schlau. Ja, im Endeffekt war es gut, weil ich bin dann in die Wohnung gekommen, hat ein bisschen gedauert. Was daran auch erschreckend ist, ist, dass Menschen gar nicht darauf achten. Also da sind etliche Passanten vorbeigegangen und die haben mir dabei zugesehen, wie ich in die Wohnung einbreche, aber es war eigentlich jeder an seinem Handy und hat halt einfach gar nicht darauf geachtet, was ich da so mache. Ist auch nicht so beruhigend, ne? Kein Schwein hat gefragt, hey, was macht ihr da? Nee. So, da war ich in der Wohnung und war erstmal total glücklich und dann merke ich so, der Strom geht nicht an. Weil, ich habe ja gesagt, Murphy's Law. Und was ist passiert? Ich habe scheinbar die Ummeldung bei Vattenfall nicht abgeschlossen. Ich habe denen zwar schon mitgeteilt, dass ich eine neue Wohnung habe, aber ich habe dann irgendwann wohl nochmal eine Mail bekommen, in der stand, ja, wir würden Ihnen jetzt diesen Tarif anbieten, möchten Sie den annehmen? Und ich, Dödel, habe darauf nie geantwortet. Das war auch nicht so schlau. Also stand ich in einer dunklen Wohnung. Ich hatte dann gerade das Handy und die Taschenlampe. Und habe dann überall den Schlüssel gesucht, um von innen aufzumachen. Fehlanzeige. Ich weiß nicht, wo dieser Schlüssel ist. Ich weiß, dass ich 3 Stück bekommen habe. Ich habe sie keinem gegeben, aber in der Wohnung war weit und breit keiner zu sehen. Also kein Strom, kein Schlüssel, gar nichts. Dann sind wir wieder durchs Fenster geklettert, haben das dann erstmal so gelassen und sind zum Flughafen gefahren und haben mein Auto geholt. Ja, der Ersatzschlüssel ist auch so einer, wo man drücken kann. Da waren keine Batterien drin. Und wir mussten uns dann erstmal ein YouTube-Video angucken, um herauszufinden, wie man das Auto manuell öffnet. Und falls ihr denkt, dass bislang nicht genug Schlimmes passiert ist, das Auto ließ sich aufschließen, aber es ließ sich nicht mehr abschließen. So. An der Tanke gab es keine Batterien für Türöffner, für Autoschlüssel. Ich hatte aber zum Glück in der Wohnung einen Schraubenzieher, der so fast gepasst hat. Ich musste richtig drücken, um den zu öffnen, weil das ist ein Stern, so ein Kreuzschraubenzieher, aber der war zu groß. Und diese Schraube im Schlüssel ist mega klein. So, dann habe ich das aber irgendwie hinbekommen, hatte zum Glück diese Art von Batterie zu Hause, sodass ich dann zumindest schlafen gehen konnte und mein Auto abgeschlossen wusste. Ja, am nächsten Morgen habe ich voll lang geschlafen. Ich bin so ein Typ, der dann schläft, um Probleme zu überschlafen. Kennt ihr das? So, dann habe ich, am nächsten Tag bin ich erstmal zu Vattenfall gefahren. Zum Glück haben die samstags geöffnet. Ja, der Mensch hat mich wieder weggeschickt, weil ich die Zählernummer nicht hatte. Und er meinte aber auch so, dass es so allgemein ziemlich aussichtslos, weil selbst wenn wir jetzt einen neuen Tarif abschließen, kommt der Mensch, der den Strom wieder aufmacht, erst unter der Woche, werktags. Ist okay. Ich sollte auch die Hunde noch bei Viola abholen. Ich dachte aber so, ich kann die nicht durchs Fenster tragen. Ich möchte die auch nicht hier bei mir in Empfang nehmen, ohne Strom zu haben. Ist auch ein bisschen Pain. Vor allem, wenn auch was mit den Hunden ist. Ne? Doni hatte ja auch Erstickungsanfälle in der Vergangenheit etc. Das wäre ja dann auch eine Katastrophe im Dunkeln. Dann bin ich zur Telekom gegangen, um dort mir eine neue SIM-Karte zu holen. Ging auch nicht, weil ich hatte meine Kundennummer nicht. Okay, dann wieder nach Hause. Und ich sage euch, diese Fahrt nach Hause war richtig so, ich bin fast in Ohnmacht gefallen am Steuer, weil ich mich so überwältigt gefühlt habe von all diesen Herausforderungen, weil auch irgendwie alles miteinander zusammenhing. Und ich hatte noch das Internet von meinem Nachbarn oben. Ihr erinnert euch ja, dass der mir seinen WLAN gegeben hat, als ich hier eingezogen bin, weil mit der Internetübertragung, also diesem Umzug, lief ja damals auch nichts reibungslos. Aber meine Akkukapazitäten waren halt beschränkt vom Laptop. Der war ja nicht am Strom angeschlossen. Das heißt, ich bin super sparsam umgegangen, aber er war mein Lebensretter, weil ich konnte
auf dem Laptop einen Kontoauszug abrufen, wo meine Kundennummer von der Telekom war. Und ich konnte auch das Übergabeprotokoll abrufen, wo die Zählernummer von meinem Stromzähler drauf war und der Stand und so. Also bin ich wieder losgedüst, habe wieder Kraft getankt, bin wieder zu Vattenfall. Der konnte einen neuen Vertrag mit mir abschließen, aber er meinte halt so, hör zu, das wird nächste Woche irgendwann geklärt. Der war auch erstmal gar nicht so freundlich zu mir. Ich habe mich eingeleitet mit, hi, ich bin der verpeilteste Mensch auf der Welt und Folgendes ist passiert. Und das war erstmal so, dass er mich so angeguckt hat. Im Laufe des zweiten Gesprächs wurde er aber immer netter und auch hilfsbereiter. Und er hat mir auch die Info gegeben, dass man beim Stromnetz Hamburg anrufen kann und einen Notfall melden kann und dann auf eigene Kosten ein Techniker geschickt werden kann, der oder ein Elektriker, der unten diesen Stromkasten wieder freischaltet. Weil da muss einer während meines Urlaubs vorbeigekommen sein, der beauftragt wurde eben vom Stromnetz oder von Vattenfall und der das abgestellt hat. Der hat den Saft einfach abgestellt. Ich weiß nicht, ob der bei mir geklingelt hätte, wenn ich zu Hause gewesen wäre, um nochmal zu fragen, so, hey, sollen wir das jetzt machen oder willst du das regeln? Aber naja. Ich hatte dann direkt nach Vattenfall die Telekom besucht und die haben mir eine neue SIM-Karte ausgestellt. Also man kann direkt eine neue SIM-Karte bekommen mit seiner alten Nummer. Und Katha hatte mir ihr altes Handy gegeben, Gold wert. Jetzt habe ich so ein Max Pro 13. Ist ein Upgrade für mich, ist ein Schinken. Ich hatte ja das iPhone 12 Mini, weswegen mich meine Freunde immer schon ausgelacht haben, weil die meinten so, hey, du bist YouTuber-Influencer und du hast so ein Gümmel-Handy. Aber das hätte ich auch noch die letzten 2 Jahre behalten. Ich mochte das. Das gibt es jetzt aber nicht mehr. Also ich werde jetzt upgraden müssen auf ein größeres Gerät. Genau. Dann hatte ich also ein Handy, was ich zu Hause installieren konnte, weil das braucht ja auch WLAN und ich hatte ja das WLAN von meinem Nachbarn. Und dann habe ich einen Schlüsseldienst gerufen über Haspa Joker. Da kriegst du dann irgendwie den Aufbruch und Anfahrt und alles pipapo für 50 Euro, was ja normalerweise mehr kostet. Und der hat mir dann auch ein neues, sichereres, also sichereres Schloss eingebaut. Also, da habe ich 250 Tacken bezahlt. Dann habe ich für den Strommenschen 215 Tacken bezahlt, weil ich das jetzt sofort haben wollte und dann auf eigene Kosten. Dann, ja, muss ich mir noch AirPods kaufen. Ich habe jetzt mal hier so 10 € Kopfhörer geholt, damit ich hier heute arbeiten kann. Dann werde ich mir ein neues Handy kaufen müssen, weil das hier ist nicht mal ganz so gut. Das rauscht total beim Telefonieren. Dann werde ich mir ein neues Portemonnaie kaufen müssen, eine neue Tasche kaufen müssen. Ich werde zum Bezirksamt gehen müssen und meinen neuen Aufenthaltstitel ausstellen lassen müssen. Ich brauche die ganzen Karten neu. Ja, aber end of the day, ich war wieder zu Hause. Es gab noch ein paar Stolpersteine und zwar macht Haspa Joker das für, also Haspa Joker Kunden, aber ich hatte in meiner alten Bank meine neue Adresse nicht mitgeteilt. Das heißt, sie meinte eigentlich, darf sie es nicht annehmen, aber sie macht es ausnahmsweise, weil ich so nett bin. Und auch dieser Elektriker wäre nicht gekommen, weil die dürfen nur den Strom wieder anschließen, wenn Vattenfall, also euer Stromanbieter, denen das Go gibt. Weil Vattenfall hat ja gesagt, hey, der Typ bezahlt nicht, stellt den Strom mal ab. Und erst wenn die eigentlich das Go von denen bekommen, darf ein Elektriker das überhaupt wieder freischalten. Ich hatte aber schon online einen neuen Vertrag, weil ich ja vorher bei Vattenfall auf dem Samstag war. Und dieser neue Vertrag war schon da, das heißt, ich konnte den zeigen und die haben auch das ausnahmsweise gemacht. Also irgendwo hatte ich da Glück im Unglück und ich weiß jetzt wirklich alles zu schätzen. Ich habe einfach wieder Schlüssel zur Wohnung, zum Auto. Ich werde jetzt auch 2 Freunde direkt versorgen mit einem Satz Schlüssel. Ich werde die Schlüssel, die ich noch nicht doppelt habe, alle nachmachen lassen, sodass bei Katha ein Schlüssel ist und bei noch einem Freund oder einer Freundin. Weil für so einen Fall kann man sich halt besser vorbereiten. Und ich habe jetzt, habe ich ja erzählt vor kurzem, dass ich den Verdacht habe, ich könnte eventuell ADHS haben. Und mir haben ganz viele von euch geschrieben, dass sie das eh schon länger bei mir vermuten, weil ich mich drücke vor Aufgaben, die mit Unlust verbunden sind. Und das ist nun mal Administration. Und nein, ich kann nichts dafür, dass mir die Tasche geklaut wurde. Das ist ohnehin einfach eine blöde Situation und ist, glaube ich, für jeden mit Aufwand verbunden. Aber ich kann was dafür, dass ich keinen Strom hatte. Ich kann was dafür, dass ich fast den Schlüsseldienst nicht bekommen habe, weil ich der Haspa niemals meine neue Adresse mitgeteilt habe. Ich
kann was dafür, dass ich keine Schlüssel bei meinen Freunden abgegeben habe. Genau. Und ich habe jetzt richtig Bock, meinen ganzen Shit together zu bekommen und mich ab Montag wirklich um meine administrativen Dinge zu kümmern. Wie zum Beispiel auch mal beim ADAC anzurufen und zu checken, ob ich überhaupt einen ADAC-Schutz habe, weil mich könnte auch mein Auto irgendwo auf der Autobahn liegen lassen. Ich muss bei der Werkstatt anrufen und ich habe nämlich schon seit 68 Tagen so eine Anzeige oder 80 Tagen mittlerweile, dass ich zum Check-up muss. Wie nennt sich das denn? Untersuchung, also weil alle 20.000 Kilometer sagt das Auto, du musst zur Werkstatt und alles muss einmal gecheckt werden. Ich möchte mich einfach um die Dinge kümmern, die noch offen sind. Und ich habe jetzt auch den Mut dafür, weil ich habe das alles hinbekommen. Auch wenn es schwer war, ich habe alles hinbekommen. Was bei mir typisch ist, ich kann agieren, wenn die Hütte brennt. Aber wenn ich so merke, da musst du noch nichts machen, dann mache ich auch nichts. So, und das will ich jetzt ändern, weil ich habe ja Angst davor, dass ich Dinge nicht hinbekomme, aber das hat mir gerade voll den Schub gegeben, dass ich alles hinbekommen kann, was ich möchte. So, das war jetzt ein langes Vorgeplänkel. Ich habe mir auch heute direkt wieder Kaugummis gekauft, weil ich will wieder nicht mehr rauchen. Ich will heute zum Sport gehen. Ich freue mich, dass ich mein Handy habe. Ich habe auch oftmals Unlust, Stories zu machen. Oder wenn ich weiß, ich muss etwas posten, dann habe ich da keine Lust drauf, weil ich muss es ja machen. Und das ist halt mein Job und ich habe jetzt die Lust an allem wiedergefunden. Das war so das Learning. Und ja, was sagt ihr zu dieser Story? Hätte euch das auch passieren können? Kennt ihr Menschen, die so sind? Oder seid ihr selber so? Schreibt es mal in die Kommentare. Lasst mich auch wissen auf einer Skala von 1 bis 5 in Form von Hasen-Emojis, wie es euch heute geht. Ich habe heute eine 5. Mir geht es heute super. Ich bin richtig guter Dinge. Ich werde jetzt auch später hier die Geschenke öffnen. Letztes Jahr habe ich ja die Geschenke nach meinem Geburtstag erst nach 2 Monaten geöffnet, was ja auch irgendwie mit Wertschätzung meinen Freunden gegenüber verbunden ist. Und ich will diese ganzen Dinge, die ich zu tun habe, nicht als so endlose Aufgabenliste mehr sehen, die ich nicht schaffe, sondern ich arbeite so eins nach dem anderen ab. Und was ich heute nicht schaffe, mache ich morgen. Aber ich will mich den ganzen Dingen stellen und Ordnung in mein Leben bekommen. Und dafür war, glaube ich, dieser Reset, diese Ausnahmesituation gut. Und ich bin auch froh, dass ich das so sehen kann und dass ich jetzt nicht denke, ich habe jetzt sicherlich mit dem Handy und mit einem 1,5 oder so in den Sand gesetzt. Aber ich möchte gar nicht rumjammern und mich als bestraft oder so ansehen, sondern ich nehme das als ein Zeichen, wie so alles in meinem Leben eigentlich. Und denke mir, okay, es war gut für etwas. Es war so ein Wake-up-Call. Falls du neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du ein Schnuffelhase werden möchtest. Tritt dieser wundervollen Community bei, werde ein Teil von uns, sei kein stiller Zuschauer, beteilige dich am Geschehen, hier im Job, in deiner Beziehung, egal wo. Deine Stimme ist wichtig, deine Meinung ist wichtig, was du zu sagen hast, was du denkst, ist wichtig. Lass dich nicht unterbekommen und sag nicht nichts, einfach nur, um zu vermeiden, dass du etwas Falsches sagst. Ja? Und nun würde ich sagen, liebe Leute, starten wir mit meinem neuen Billo-Kopfhörern, aber sie erfüllen ihren Zweck. Also, all good hier, ne? So. Okay, jetzt gehen die Kopfhörer nicht. Why the hell is this that way? Die sind doch nigelnagelneu. So, da sind wir. Ich habe in meiner Schublade noch AirPods Pro gefunden, aber nur einen Kopfhörer. Leute, und so lief das Wochenende. So lief das Wochenende. Lauter Stolpersteine, die mir da immer in den Weg gelegt werden. Also diese Kopfhörer haben gestern noch funktioniert, die ich hier geholt habe. Ja, und jetzt gehen sie nicht mehr. Krass, ne? Na gut, jetzt habe ich eine Lösung. Ich habe ein AirPod Pro, das sollte reichen. Und jetzt geht's hier los. Achso, Leute, eine Sache noch haben wir vergessen. Und zwar den Kommi des Tages. Aber hier mit meinem fetten iPhone. Und liebe Leute, ich wollte nur noch sagen, ich bin gerade wirklich drauf und dran, ganz viele Kommentare zu lesen. Und ich finde es super schön. Ich finde es super schön, dass ihr die Community und mich wissen lasst, wie es euch geht. Ich finde es so toll, dass ihr euch einfach mitteilt und ja, uns und mich wissen lasst, was ihr so denkt. Ne? Jetzt zum Beispiel zum Pisspot-Schnitt hier von Sam bei Beauty and the Nerd. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass Pierre
der Nerd geschrieben hat und der meinte, dass er das Kommentieren von mir voll schön findet und dass ihm das zeigt, dass seine Teilnahme bei Beauty und the Nerd kein Fehler war. Ich liebe das. Und es ist so viel schöner, wenn so viel davon nicht an mir vorbeigeht, weil eine Zeit lang habe ich gedacht, boah, ich kann nicht das alles beantworten, aber das ist ja einfach immer schön, wenn ich die Zeit dazu finde und gerade bin ich richtig gut dabei. So, Laura und Nadja, wir reden über Are You The One? Das werden wir uns jetzt hier einmal durchlesen. Und zwar von Julia K. Okay, auf eurem Screenshot habe ich noch nicht reagiert auf den Kommentar. Aber der kriegt jetzt auch erstmal ein Herzchen. So, Laura und Nadja sind so lost, das ist kaum zu ertragen. Im Innersten fühlen sich beide davon getriggert, dass keiner ernste Absichten hat. Und das wird nicht das erste Mal in ihrem Leben gewesen sein. Deswegen gehen die auch auf die hübsche und die für Männer interessante Dana. Ja, das ist es, glaube ich. Die haben halt so gesehen, kein Mann will mit denen was Ernsthaftes starten. Und das triggert die halt voll. Und wenn sie dann sehen, dass eine andere Frau das irgendwie hervorruft bei einem Mann, dann triggert die das voll, weil die so denken, ja, ich will auch mal ernsthaft gewollt werden. Ja, and that's the thing. Das ist das Resultat dann. Weil das scheint ein Trigger in denen zu sein, ja. Kein Wunder, dass sie dann so sind. Jetzt starten wir. Und zwar auch mit einer Aito-Kandidatin, die Linda. Natürlich gehe ich auf die Situation mit Jenny ein. Darum wird es ja auch hauptsächlich gehen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich schon mal an meinen Blacklist-Look geschminkt. Ich bin da ja Stammgast und dachte, tue ich dem Namen alle Ehre, komm, kleide ich mich mal schwarz für das Video. Ich finde es voll schön. Also es ist Folge 9 und Folge 10. Ne? Ihr wisst, wir sind jetzt gerade bei Folge 13 und Folge 14. Recap bedeutet ja nicht mehr News. Das bedeutet, kackt mir nicht ans Bein, weil das nicht top aktuell ist. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir hier einmal so alles zusammenbekommen, was die ProtagonistInnen so gesagt haben auf Insta. Viele von euch haben kein Insta oder ihr habt keine Zeit, euch das alles reinzuziehen. Und mein Team und ich, Viola, Gabi und ich sind hier für euch und machen diese Recaps, weil dann geht das an euch nicht vorbei. Und ich finde an Linda toll, dass sie so selbstironisch ist und dass sie halt so sagt, hey, Blacklist Girl, zieht sich jetzt black an. Fangen wir doch ganz am Anfang an. Wir haben alle ein bisschen getanzt auf unsere Dessous-Party, hatten Spaß, bis dann eine Situation kam, die unserer lieben Jenny nicht gepasst hat. Ja, dann hat Jenny sich Gabby geschnappt, die haben dann da zusammen gesprochen und dann meinte Jenny, ja, die Linda, die ist einfach billig, klar. Man sucht den Fehler logischerweise immer bei den anderen, ist ja klar. Man denkt nicht mal nach und fragt, reagiere ich irgendwie gerade über, ist es irgendwie gerade ein bisschen mein eigener Kopf, der mich hier, weiß ich nicht, ein bisschen veräppeln will oder so. Finde ich aber gut, wie sie kommentiert, ne? Weil bei der Jenny ist das wirklich so, die ist wie so ein Pitbull und die geht dann einfach immer auf andere los. Statt einfach mal sich zu hinterfragen, warum fühle ich so? Warum suche ich mir immer die Red Flags? Warum sind die nie bei mir? Warum spielt er die ganze Zeit mit den anderen Girls? Weil wenn er nicht drauf eingehen würde, wäre ja nichts. Warum muss ich dann, ist meine erste Intention, ich greife Linda an. Ne, finde ich super, wie sie das jetzt hier einmal auch wordet. Die anderen Frauen sind immer schuld und die anderen Frauen sind billig. In dem Fall ich. Ich muss dazu sagen, ich wusste so grob, was in den Folgen vorkommen wird. Was ich aber nicht wusste, war, wie schlecht in meinem Rücken gesprochen wurde. Es hat mich überrascht, es hat mich schockiert. Irgendwie finde ich solche Aussagen auch auf keinster Weise gerechtfertigt. Solche Sätze aus einer Frau, die immer sagt, dass sie gegen Beleidigung ist, gegen Respektlosigkeit, ja, Leute, das ist absolute Doppelmoral. Ich glaube, da braucht man gar nicht lang drum rumreden. Man kann nicht A sagen und B machen, das ist völlig sinnlos. Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Thema. Ganz kurz, halt, stopp, bevor du weitergehst. Dieses A sagen und B machen, daraus besteht Reality TV. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass der Mensch, und damit meine ich auch mich, und ich glaube, ihr kennt es auch aus eurem Leben, dass wir sehr, sehr häufig dazu neigen, dass wir alle irgendwo auch ein bisschen Doppelmoral mit an den Tag legen. Ne? Das Wichtige ist, finde ich, dass wir uns dabei erwischen, also ertappen, und dass wir das dann auch zugeben können und auch mal zurückrudern können. Das finde ich wichtig. Ich erwarte gar nicht von Menschen, dass sie immer total Doppelmoral los durch das Leben gehen, weil ne, es gibt Trigger, es gibt einfach andere Befindlichkeiten, die einen dazu führen. Aber ich finde es so schön, wenn man das so sich dabei ertappen kann. Das ist toll. Exklusivität wurde aufgehoben. Dafür wurden Blacklists eingeführt. Ja, meiner Meinung nach in der Dating-Show komplett fehl am Platz, hat da nichts zu suchen, ist nicht angebracht und
Ich meine, es ist irgendwie schon ein bisschen auffällig, dass ich auf den Listen stand, genauso wie Laura Blond, die zwei Frauen, die da drin irgendwie am meisten, ich würde sagen, polarisiert haben auf irgendeine Art und Weise oder die vielleicht die Männer auch interessant fanden. Nadja wurde dann auch noch dazu befördert. Ja, wir sind die drei Girls auf der Blacklist, was soll man da groß zu sagen. Eigentlich ist es ja auch ganz witzig und irgendwo ist es ja sogar ein Kompliment. Ist es auch. In deinem Fall ist es ein Kompliment, weil bei dir würde ich schon sagen, du bist eine sehr, sehr schöne Frau, du bist sehr, sehr jung und hast hier und da auch mal irgendwie einen emotionalen, wie soll ich sagen, Ausbruch gehabt, vor allem da auch mit Mike Robin und so, aber du konntest dich schön entschuldigen und ich finde, für deine jungen Jahre bist du halt auch sehr reflektiert und du bist halt einfach eine Augenweide. Und bei dir haben die Männer tatsächlich Interesse, weil du wahrscheinlich ja einfach attraktiv bist. Bei Nadja und bei Laura Blond würde ich eher sagen, dass das darauf beruht, dass die einfach fast schon übergriffig sind in meinen Augen. Und dass die Männer dann so sagen, ja gut, wenn die Alte so doll will, ne, dass sie den Männern halt schon auf Toilette auflauert und so weiter. Ich glaube, es hat da einfach nochmal einen anderen Hintergrund als jetzt bei dir. Zu dem Blacklist muss ich sagen, das finde ich eigentlich noch recht amüsant. Ist zwar affig, aber irgendwie auch amüsant, dass man sowas überhaupt aufstellen muss. Da muss ja schon irgendwas Grundlegendes in den Personen falsch laufen, dass man da irgendwie einen mangelnden Selbstwert hat oder irgendwie Unsicherheiten, keine Ahnung. Ich kann auch nicht in die reinschauen, aber ich vermute, dass es daran liegt. Ansonsten würde man sich von anderen Menschen gar nicht so getriggert fühlen. Guck mal, sie ist, glaube ich, eine therapierte Maus, ne? Kann das sein, Linda? Weil das klingt für mich sehr, sehr so. Ich finde, du bist auch gar nicht so doll offensive, also so im Angriffsmodus jetzt hier. Das mag ich. I like it. Leute, wisst ihr, was gestern angekommen ist? Ich mache euch jetzt ein Foto und das werde ich dann auch der Gabi schicken. Auf jeden Fall ist mein Mikro angekommen. Mein Mikro, wenn man jetzt in mein Wohnzimmer kommt, würde man denken, ich bin ein Künstler. Also so ein Sänger-mäßig, wisst ihr? Meine Box ist da mit so einem Stand, so für das Mikro. Und jetzt hole ich mir noch so ein Ding, wo man Noten reinlegen kann oder eben den Songtext. Und dann muss ich noch rausfinden, wie ich den Song, das Instrumental auf die Box spiele und dann dazu singen kann. Ne? Und dann geht es jetzt wieder regelmäßig zur Gesangslehrerin und dann hoffe ich, dass ich da bald vielleicht mit einem Song um die Ecke kommen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Alleine schon, um Emotionen zu verarbeiten, finde ich das toll. Dann bei der Matching Night, ja, Jenny und ich haben uns da ein bisschen angezickt. Das ist dann aber ganz, ganz schnell in eine ganz falsche Richtung gelaufen. Jenny hat mich nicht einmal zu Wort kommen lassen. Ich konnte nicht einen Satz beenden. Ich konnte mich nicht erklären. Ich konnte die Situation nicht erklären. Und das hat die ganze Situation noch mehr hochgeschaukelt, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, dass sie ein Giftzwerg ist. Da möchte ich aber dazu sagen, Giftzwerg ist kein Bodyshaming. Giftzwerg ist nicht auf die Größe bezogen. Giftzwerg ist ein abwertender Begriff, das ist richtig. Aber es bezieht sich eher darauf, dass eine Person sich giftig verhält. Das haben ja auch viele von euch mir dann geschrieben. Und ja, das glaube ich ihr auch. Das glaube ich ihr auch. Das haben ja wirklich auch viele wirklich von euch gesagt. So, Sunny, Giftzwerg bedeutet nicht, dass sie ein Zwerg ist und so, ne? Sondern dass sie sich einfach giftig benimmt. Und ich muss auch sagen, dass ich das der Linda glaube. Ich muss sagen, die Linda kommt ja eh sehr sympathisch rüber. Wie findet ihr das? Und das hat Jenny meiner Meinung nach. Wenn man sich so verhält einem Menschen gegenüber, so wahnsinnig respektlos, dann ist man einfach nur giftig und deswegen habe ich den Begriff gewählt, dass sie dann wiederum extrem gegen mich schießt und sagt, ja, du wärst wohl auch gern so klein und süß wie ich und hättest gerne mehr Kurven, du Supermodel und so weiter und so fort. Ja, also was das soll, keine Ahnung, das ist für mich einfach Unreife. Ich kann das nicht erklären, woher sowas kommt, das ist keine Ahnung. Und ganz ehrlich muss ich sagen, das ist Bodyshaming und das grenzt auch schon an Mobbing. Auch als ich dann nochmal versucht hatte, mit ihr zu sprechen und was ansprechen wollte, wo sie dann sagt, wer redet? Ja, was soll man dazu sagen? Das ist einfach ein kindisches Verhalten. Sowas kann man mit 12 machen in der 5. oder 6. Klasse, aber nicht als erwachsene Frau. Das ist einfach kein Verhalten, das man an den Tag legt und kann ich nicht nachvollziehen, sag ich ehrlich. Boah, ich werd Linda-Fan. Leute, ich werd ein Linda-Fan. Krass. Ich liebe ihre Wortwahl, ich liebe ihre Haltung,
Ich liebe es, wie sie die Dinge hier gerade bespricht. Ich glaube, Jenny könnte das gar nicht so. Jenny ist da noch mal anders. Jenny ist halt wirklich so. Man merkt, sie ist einfach vom Wesen her noch mal anders. Die ist so, weißt du? So. Und die hier ist so, ich hab Klasse. Nur mal so, dass du Bescheid weißt, ne? Siehst du mich? Ich verkörper Klasse. Tut sie, ja? Mir sind dann die Tränen gekommen, weil ich mit dieser Situation schon überfordert war. Ich habe mich missverstanden gefühlt und war auch irgendwie frustriert, dass ich nicht einmal irgendwas sagen konnte. Ja, das war mir dann einfach alles zu viel und überkam mich das halt einfach. Ich stand dann halt da und wusste auch gar nicht mehr, was kann ich jetzt noch sagen, was kann ich jetzt noch tun. Es war einfach zu viel in dem Moment. Und da muss ich sagen, war ich ganz, ganz froh, dass die anderen auch mal was gesagt haben. Ich glaube, Nadja, Ozan, Antonino, Lars, da haben einige was gesagt. Da war ich sehr, sehr froh drüber. Das finde ich ganz, ganz toll, dass man dann auch mal was sagt und jemanden mal ein bisschen so in die Schranken weist. Ja, das finde ich wirklich gut. Ja, weil sich dann viele einfach wirklich zurückhalten, ne? Auch wenn draußen auf der Straße was passiert, jemand stürzt, jemand wird überfallen, geschlagen, dann sind die Menschen oftmals auch einfach nur still und sagen nichts. Und dann freut mich das sehr für dich, dass das hier nicht so war, ne? Sondern dass, ja, die Leute für dich eingesprungen sind, weil das ging definitiv ging das zu weit, ja? Definitely. I mean, definitely. Ey, ich habe eine Stelle, eine Frage für euch. Und zwar, ich bereite etwas für euch vor. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was es ist. Ihr habt lange schon danach gefragt. Jetzt langsam kriege ich das auf die Kette. Stellt euch mal vor, ich müsste mich für Worte entscheiden. Ja, die uns in der Community verbinden, die wir immer so sagen. Macht mal so Vorschläge, was das für Worte wären. Okay? Ich habe da schon eine Sammlung, aber natürlich möchte ich auch gerne, dass ihr mir sagt, was euch da so vorschwebt. Weil im Endeffekt ist es für euch. Ja? Okay? Da ich nicht spoilern möchte, kann ich immer nur bis zu der jeweiligen Folge gehen. Und Stand jetzt bis Folge 10 war meine Bezugsperson auf jeden Fall Tara. Wir haben uns so gut verstanden. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, die ich mit ihr hatte. Und ja, deswegen auf jeden Fall war es Tara, die meine Bezugsperson war. Naja, und dann mutierte Tara zu einem Mean Girl. Ja? Und, aber warte mal, aber sie war nicht gegen dich, ne? Was war denn da? Sie war dann auf Lauras und Nadjas Seite, aber die sind ja auch eher auf deiner Seite, ne? Weil du gehörst ja zu denen auf der Blacklist, okay? Ja. Hat sich das denn später geändert? Jetzt Folge 13, Folge 14? Nee, oder? Ja, um ganz ehrlich zu sein, war ich wahrscheinlich auch 80% der Zeit gut dabei, was den Alkohol angeht. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich habe es nüchtern nur schwer ausgehalten und habe mir die Zeit dann halt ein bisschen schön getrunken. So, ich habe mir das einfach schön getrunken. Mit ein paar Drinks. Habe ich sonst nicht ausgehalten. Ja, aber ehrliche Aussage, ne? Also, ich kann es auch nachvollziehen, ehrlicherweise. Wobei ich glaube, ich würde die Kontrolle komplett verlieren, wenn ich solchen Triggern ausgesetzt wäre und dann zu saufen, Leute. Also, ich muss so sagen, ne? Ich sage so, für mich ist das hier ja einfach, von hier aus zu kommentieren. Aber wenn ich mir vorstelle, ich habe die letzten Tage, warum auch immer, vielleicht kommt da auch etwas auf mich zu, ich weiß es nicht. Aber ich habe so darüber nachgedacht, wie das für mich wäre, wenn ich in ein Reality-Format gehen würde. Worauf ich zum Beispiel Bock habe, ist tatsächlich Prince Charming, irgendwie immer noch. Obwohl auf der einen Seite finde ich, gehöre ich da nicht hin, weil ich würde gerne eher über die Protagonisten des Reality-TVs reden und mit ihnen. Auf der anderen Seite hätte ich auch einfach Bock. Weiß ich nicht, das ist ja irgendwie schon seit langer, langer Zeit, seitdem es die erste Staffel gab, habe ich so gedacht, okay, ich würde so gerne Prince Charming werden. Also da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, aber ich denke mir dann auch so, yo, also vor allem jetzt auch mit der Lea-Situation, falls ihr die Reaction zum Finale von Princess Charming nicht geguckt habt,
Ich habe mich in der letzten Folge nochmal komplett neu aufgestellt, was so die Betrachtung von Lea angeht. Ich habe erfahren, dass Lea ein Schnuffelhase ist. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Guckt euch einfach die Reaction zum Finale an. Da richte ich einige Worte an Lea. Und ich denke mir halt so, ich bin ja auch nicht triggerfrei. Auf gar keinen Fall. Und ich sehe auch, wie ich mich in Beziehung mit Männern verhalten habe. Und da sind einfach viele Wunden auch, ne? Auch meine Ex-Beziehung ist ja nicht nur scheiße weil mein Ex-Freund scheiße war. Er war ja auch nicht nur scheiße, aber er hat halt leider emotionale Gewalt ausgeübt. Und ich war natürlich auch daran beteiligt, weil ich erstens wäre ich, wenn ich ganz klar im Kopf gewesen wäre, nicht geblieben. So, das ist schon mal das Erste. Und zweitens, wenn du dann wirklich im TV bist, ne, oder auf RTL Plus, und das sind ja dann wirklich diese Trigger, ne, Abgelehntheit, Eifersucht, etc., pipapo, da können dann auch schon mal andere Facetten zum Vorschein kommen. Und wenn Menschen das gucken, von zu Hause aus, da, also, da wäre alles möglich. Ne? Deswegen lieber nicht, ne? Lieber bleibe ich hier, auf der Seite. Ich glaube, das ist besser für mich, ne? Nein, ganz im Gegenteil. Ich stehe für Natürlichkeit und ich möchte das auch wieder so ein bisschen mehr reinbringen. Das ist mir super wichtig und ich bekomme dafür auch super viel gutes Feedback, muss ich sagen, dass viele das gut finden, dass wieder jemand Natürliches drin ist, der wirklich gar nichts an sich gemacht hat. Und ich habe da nichts gegen. Jeder kann wirklich machen, was er möchte. Aber man bekommt auf gar keinen Fall Insecurities oder sonst irgendwas. Ich habe mich zu jedem Zeitpunkt wohl gefühlt, genauso wie ich bin. Und lass mich von sowas dann auch nicht beirren oder blenden oder irgendwas dergleichen. Also ich stehe da genug zu mir selbst und weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie ich aussehe. Deswegen, nein, bekommt man nicht. Also ich zumindest nicht. Und jeder ist wunderschön, so wie er ist. Deswegen, ihr braucht nichts an euch machen lassen, nur um irgendwie schön zu sein. Was für ein schönes Statement. Du bist natürlich auch gesegnet mit guten Genen. Lass es uns doch einfach so sagen, wie es ist, Schatz. Okay? Das kann Leute sauer machen. Sollte es nicht. Nein, du bist eine wunderschöne Frau. Ja, das kann man so sagen, wie es ist. Ne? Es ist so. Es ist ein wunderschönes Statement. Ja. Nur finde ich, du bist genetisch auch sehr, ne, ich will niemanden dazu ermuntern, etwas an sich machen zu lassen. Um Gottes Willen, ich würde mir wünschen, dass jeder sich selber so toll findet, wie er ist. Und das schaffen ja auch viele. Immer weniger, weil die Schönheitseingriffszahlen steigen, aber gut. Aber du bist halt einfach genetisch auch sehr privilegiert. Ne? Sagt jetzt mal einer, der wirklich einiges an sich machen lassen hat. Ich würde heute, wenn ich jetzt, ich würde ganz anders aussehen. Also, ihr wisst, ne, bei mir ist auch einiges gemacht. Und ich wünschte, ich hätte das alles nicht nötig gehabt oder für nötig empfunden, aber ich musste. Für mich führte damals kein Weg daran vorbei. Ne? Also ich hatte zum Beispiel Segelohren, dann wäre mein Haaransatz auch nochmal so ein Stück höher und so weiter und so fort. Und das wäre vielleicht auch wunderschön gewesen. Und dann hätten alle gesagt, du siehst toll aus. So, aber ich empfand das nicht so. Und ich finde das dann, ja, ist schade natürlich, ne? Weil es ist ja auch immer alles mit Risiken verbunden. Ne? So ist es auch einfach. Ja, ich verstehe sie und ich finde ihre Worte richtig, richtig toll. Und in mir weckt es halt so Gedankengänge. Ich bin ja immer transparent zu euch. Weil dann denke ich mir so, ja gut, hätte ich es auch nicht gemacht, wenn ich so ausgesehen hätte wie du. Aber ich bin ja dann auch oftmals auch nicht einwandfrei in meinen Gedankenstrukturen. Aber das gebe ich auch nicht vor. Dafür stehe ich auch nicht. Ich kann nur sagen, ich versuche stets reflektiert zu bleiben und so, aber destruktive Gedankensätze, jo, hier sonst sie. Ich muss sagen, bisher komme ich super gut damit klar. Ich finde die Folgen super. Ich bin total zufrieden damit. Manchmal ist es ein bisschen viel, weil es viel Neues gerade für mich ist. Ich bin neu in dieser ganzen Welt, in dieser Bubble. Aber trotzdem geht es mir gut damit und ich genieße es gerade so, wie es ist. Ja, Respekt, dass sie sich da die Lust nicht dran nehmen lassen hat, ne? Weil sie war ja bei GNTM, ne? Gut, das ist ja eigentlich auch schon, also das ist ja jetzt auch kein Bildungsfernsehen. Und womit die quasi ihre Schlagzeilen und Quoten generieren, wissen wir mittlerweile auch. Gab ja schon ein paar Enthüllungen,
Von daher, ganz so neu ist es für dich nicht. Ne? Jetzt ist hier nochmal Dating-Kontext. Es geht nicht nur um Schönheit, ne? Und Modeling und so, Jobs und so weiter. Wisst ihr eigentlich, wie weit sie gekommen ist? Ich habe ihre Staffel nicht geguckt. Ich gucke allgemein kein GNTM. Wenn ich das kommentieren dürfte, wäre ich safe dabei. Ich wäre euer Number One GNTM Pro. Aber so, dann eher nicht so. Ne? Ja, schön, dass sie sich den Spaß nicht nehmen lassen hat. Ich denke, dass es irgendwo normal ist, dass irgendwie eine gewisse Dynamik unter den Frauen herrscht, weil viele Frauen an Konkurrenz denken oder, weiß ich nicht, einen Mann gut finden, den andere Frauen vielleicht auch gut finden und dass dann so ein bisschen Diskrepanzen aufkommen, ist, denke ich, ganz normal. Ich fand, bei uns war es schon krass, aber irgendwo ist es. Es ist halt unter Frauen, ich meine, ihr kennt das ja mit Sicherheit, wie das so ist. Auch im wahren Leben ist es oft so. Ich fand es tatsächlich aber auch ein bisschen viel. Also, ich bin halt eh nicht so, ich bin immer super entspannt und nehme das alles nicht so ernst. Mein ganzes Leben nehme ich nicht so ernst und das empfehle ich auch anderen. Ja, das ist ein, also, ey Leute, Linda-Fan, officially, officially, ich mag sie. Geil. Leben nicht zu ernst nehmen, alles nicht so ernst nehmen. Auch so, ne, was ich euch heute im Vorgeplänkel erzählt habe, nicht zu ernst nehmen. Ja, es kann einfach passieren. Es passiert einfach und dieser Humor, so darüber zu lachen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Geschichte. Irgendwann ist es eh vorbei. Und dann lacht man über viele Dinge, glaube ich. So. Es gibt natürlich auch sehr, sehr ernste Themen, die sehr, sehr schmerzhaft sind, die sehr, sehr traumatisierend sind. Ne? Da kann ich jetzt nicht natürlich allgemein sagen, ja, lach drüber. Auf gar keinen Fall. So unsensibel werde ich an dieser Stelle nicht sein. Jedoch sind es oftmals, glaube ich, so Dinge, die uns aufhalten, bei denen eine dicke Schippe Humor ganz hilfreich wäre, ne? Dazu will ich auch was sagen, weil die Frage doch öfter kam. Ich muss dazu sagen, für mich war das einfach nur, ich habe mein Hardcore Summer gelebt, ich hatte meinen Spaß, ich hatte einfach eine coole Zeit und hatte nie für irgendwen irgendwelche Gefühle. Gar nicht null. Ich bin auch nicht damit hingegangen, mit dem Ziel, dass ich sowas will. Sag ich ganz offen und ehrlich. Ich habe einfach nur das Game gespielt. Ohne Gefühle, ohne sonst irgendwas. Deswegen war mir auch alles egal im Endeffekt. Gute Einstellung, ne? Ich glaube auch nicht, dass sie Gefühle für Lukas hatte. Auf keinen Fall. Das beruhigt mich auch. Ne, Schatz? So, ich habe ja gesagt, die Toxic Dudes kannst du dir gönnen. Sag doch mal eine Therapeutin als Nacho mit Käse. Aber das willst du nicht vor Relationship. Ne, weil das ist dann nicht gut. Und deswegen finde ich das super, dass sie da mit so einem Mindset reingegangen ist. Okay, das ist ein anderes Thema. Lisa und David haben sich getrennt. Ich war ja gestern lustigerweise mit Schizo unterwegs. Das ist ja sein bester Freund. Und ich habe keine Details erfahren. Ich habe aber auch nicht gefragt. Weil wir hören uns jetzt mal an, was sie so sagt. Ich bin gespannt, was sie sagt. Auch so, wer Schluss gemacht hat, von wem es kam und so. Ja, genau. Das hören wir uns mal an, ne? Habt ihr das mitbekommen? Was sagt ihr dazu, dass die beiden nicht mehr zusammen sind? Wie findet ihr das? Juckt es euch oder nicht? And now, Lisa, tell us everything. Mir schon ganz lange die Frage gestellt, was da bei uns los ist. Ich habe die bis dato nicht beantwortet, das will ich jetzt aber machen. Ja, ich will eigentlich nicht zu viel irgendwie dazu sagen, aber ein bisschen was dazu sagen möchte ich schon und ich fange, glaube ich, einfach mal an. Und zwar das letzte Mal, als David bei mir in Potsdam war, Ende Juni, gab es halt so ein paar Situationen, die halt ja, nicht so schön für mich waren. Und die wollte ich dann im Nachhinein dann mit ihm klären und mit ihm besprechen. Ja, dazu kam es dann aber im Endeffekt über Wochen hinweg lang nicht. Und dann wollte er sich eigentlich bei mir melden, als er wieder in Deutschland war. Und dann war er da mit seiner Family und wir wollten dann eigentlich irgendwie sprechen. Und ja, dazu kam es dann halt aber auch nicht. Dann letzte Woche Dienstag angerufen gehabt, als seine Family weg war und hat die Beziehung mit mir beendet.
Und ihr habt ja mitbekommen, dass es mir irgendwie seit Wochen jetzt einfach auch schon richtig schlecht ging. Und diese Phase halt einfach der Ungewissheit, die halt ja über fast 1,5 Wochen ging, die war halt richtig, richtig, richtig schlimm für mich so. Okay, wow. Okay. Also, weil das war auch das, was ich so gehört habe, dass es von ihm ausging. Das habe ich dann doch noch aufgeschnappt. Aber ja, okay, sie sagt es auch. Und für mich persönlich ist es halt auch so, bin ich ganz ehrlich, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen konnte, deren Beziehungsmodell. So, also es wäre jetzt, wenn ich mich entscheiden müsste, hätte ich gerne eine Beziehung, wo mein Partner in Hamburg lebt und ich lebe in Dubai oder andersrum. Oder bin ich lieber Single? Trauriger Single, wäre ich lieber Single. Ne? So, weil das ist auch keine Distanz, die du mal eben machst. Ne? Das ist ein 6 Stunden Flug. Ja. Teuer, andere Zeitzone, komplett anders. Wir haben nichts voneinander. Wir sehen uns auch nicht einmal die Woche. Wenn wir ein Thema haben, und wir dann 3,5 Wochen darüber nicht reden können, dann wäre das für mich der Tod. Und sie sieht auch gerade aus wie der Tod. Und ich kann auch voll verstehen, warum sie aussieht wie der Tod. Weil ich würde genauso aussehen wie der Tod. Ja? Das würde mich kaputt machen, wenn wir das nicht miteinander erklären könnten. So. Und deswegen lass uns Fernbeziehungen abschaffen. Das ist mein Appell an euch. Nein, Spaß. Muss jeder wissen, wie er das mag, möchte. Aber für mich, also mein Gefühl war, die landen jetzt nicht am Traualtar. Das war mein Gefühl. Ne? Ich war tatsächlich eher ein bisschen überrascht, dass es so lange hielt. Das ist meine offizielle Meinung dazu. Und ja, hören wir doch mal weiter. Die Arme. Was aber so irgendwie besonders hart halt nochmal für mich war, war halt so, dass das halt irgendwie am Telefon stattgefunden hat. Und wir waren ja beide in Deutschland, also man hätte das ja auch irgendwie anders machen können. Ciao, Kakao, ne? Also wirklich, ciao, Kakao. Das ist eine Nummer. Sage ich jetzt mal so, wie es ist, ne? Also am Telefon Schluss machen, obwohl ihr beide im gleichen Land seid. Wow. Also wow. Wirklich wow. Das finde ich hammerhart. Also sag ich so, ne? Naja, und ich habe dann angefangen halt zu versuchen, das so schnell wie möglich auch ja wirklich auch abzuschließen. Ich habe mich mit ganz vielen Thematiken auseinandergesetzt. Ich habe mir Bücher gekauft. Ich habe Podcasts gehört. Ich habe mit Leuten drüber gesprochen. Ich habe halt wirklich so ganz, ganz, ganz viele Sachen auch gemacht, ne, um ja und ganz viel reflektiert und so und ja, um das halt so schnellstmöglich halt auch zu verarbeiten im Endeffekt. Und auch zu verstehen und so weiter. Naja, und auf jeden Fall bin ich dann an den Punkt gekommen, ich habe gemerkt, ich brauche wirklich für diesen Abschluss, dass es halt auch schnellstmöglich passiert, auch ein abschließendes Gespräch. Ja. Und deswegen war ich jetzt die letzten 2 Tage, ich bin dann tatsächlich nach Dubai geflogen, habe bei der vor der Tür gestanden und wir haben dann miteinander gesprochen. Und es war ganz, ganz, ganz wichtig für mich, ja, da halt auch einfach nochmal ein persönliches Gespräch miteinander zu haben. Auf jeden Fall bin ich jetzt gestern wiedergekommen aus Dubai und ja, brauchte halt gestern erstmal den Tag irgendwie für mich, um das halt ja auch alles irgendwie zu verarbeiten. Ja, also das ist so ein bisschen jetzt die Kurzfassung davon, was jetzt quasi da ist. Also ganz kurz, kann ich voll verstehen, dass man da ein persönliches Gespräch braucht, weil ihr wart jetzt, was, ein Jahr wart ihr zusammen oder 1,5? Das beendest du nicht am Telefon. Sorry. Das beendest du nicht am Telefon. Das tut mir leid. Das ist keine Romanze oder irgendwas, sondern ihr wart halt einfach 1,5 Jahre ein Paar. Ihr habt es auch so genannt. Und da fliegst du nicht zurück nach Dubai, ohne das irgendwie besprochen zu haben. Und dann ist die Maus da jetzt rübergeflogen, um das Gespräch zu bekommen. Okay. Ich habe zum Teil auch schon ein bisschen auch bösere Nachrichten dazu bekommen und ich weiß, die sind gar nicht so gemeint gewesen. Aber deswegen wollte ich jetzt da ein bisschen was zu sagen, dass ihr ja das irgendwie vielleicht alles ein bisschen mehr nachvollziehen könnt, was hier auch sich bei mir dann so ein bisschen abgespielt hat. Würde ich euch gerne noch um eine Sache bitten. Ich weiß, wir haben immer sehr viele positive Situationen mit euch geteilt. Es gab aber auch viele nicht so positive Situationen. Ja, und ich bin gerade einfach
komplett in der Verarbeitung von ja auch noch älteren Sachen. Jetzt halt, wie gesagt, es ging mir wochenlang tatsächlich sehr schlecht. Das muss ich auch noch verarbeiten. Dann die Trennung an sich. Also in mir passiert einfach gerade so unfassbar viel. Und deswegen möchte ich euch darum bitten, mir wirklich keine Nachrichten irgendwie zu der Beziehung zu schreiben, weil ja, ich gerade tatsächlich echt im Heilungsprozess bin und auch wieder dabei bin, irgendwie mich auch wieder jetzt mal so ein bisschen aufzubauen. Und das würde mich gerade tatsächlich sehr belasten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ja, das habt ihr bestimmt mit Sicherheit. Das soll es jetzt an der Stelle auch erstmal gewesen sein. Ich nehme sie sehr limitiert wahr, im Sinne von, wie sie sich äußert. Ich habe das Gefühl, sie würde uns wahrscheinlich gerne noch viel mehr erzählen, aber irgendwie macht sie das nicht. Ich weiß nicht, warum sie das nicht macht. Entweder sie denkt sich, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Mein Venusflügel sagt aber eher, dass sie sich so ein bisschen zurückhält, weil sie eventuell, weiß ich nicht, darum gebeten wurde, I don't know. Also es ist jetzt so ein bisschen so, ja, wir sind das Paar, wir haben ganz viel Couple-Content geliefert und jetzt, ja, es ist vorbei, bitte stellt keine Fragen. Okay. Gut, das andere Extrem bin ich. Ne? Ich erzähle dann alles. So. Vielleicht ist das auch einfach respektvoller, ne? Ja, was sagt ihr dazu? Es gibt Neuigkeiten. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was ihr denkt. Ich bin nicht schwanger, sondern ich habe einen Tumor in meiner Brust. Und stand jetzt hoffentlich gute Neuigkeiten. Er ist und bleibt hoffentlich ein gutartiger Tumor. Das Problem ist nur, er ist gewachsen. Deswegen werde ich jetzt an die Charité überwiesen und dann wird das gestanzt und dann werde ich hoffentlich gute Ergebnisse bekommen. Ich wollte euch aber einfach nur noch mal ans Herz legen. Bitte, bitte, bitte geht zur Vorsorge. Ob Frauen, ob Männer, ob egal wer, bitte geht einfach alle zur Vorsorge und zwar bitte mindestens einmal im Jahr, weil ich habe die letzten Tage wieder mit meinen Mädels gesprochen und wie oft ich schockierend feststellen musste, dass die seit Jahren nicht mehr beim Frauenarzt waren oder bei der Frauenärztin. Deswegen bitte tut's für euch, tut's für euren Körper, weil wir wissen nie, was so alles in uns schlummert. Okay, wow. Direkt ein neues To-Do auf meinem Notizzettel. Vorsorge. Leute, ich habe keine Ahnung, weil ich das letzte Mal bei der Vorsorge war. Wie sieht's bei euch aus? Vorsorge. Termin. Wo muss ich denn da hin, sag mal? Könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben für alle? Also ich glaube, ich als Mann müsste zum Urologe. Aber für den Rest, wo geht man denn da hin? Wie checken die denn, ob ich nicht irgendwo anders was habe? Schreibt das mal bitte in die Kommentare, das würde mich voll interessieren, wie wir da jetzt vorgehen. Lass uns mal bitte alle zur Vorsorge gehen, okay? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sollte eigentlich schon schlafen, aber ganz eventuell habe ich gerade einen Anruf bekommen, der mich, ich weiß nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll. Ich habe eine Nachricht bekommen, beziehungsweise eine Neuigkeit, dass ich etwas moderieren darf, was mich so glücklich macht, weil es ist eins meiner Lieblingsformate. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, ich sage einfach jetzt nichts mehr. Aber, boah, das ist so geil, wenn man Wünsche ins Universum äußert und Dinge manifestiert und dann kommt die einfach. Ich kann nicht mehr. Okay, also, was glauben wir denn, was sie kommentieren darf? Nicht kommentieren, sondern moderieren darf. Wir wissen natürlich auch, dass eine Lady nicht mehr moderieren darf. Das ist auch eine Lady, deren Moderationskünste wir häufig kritisiert haben. Es geht um Kathi Hummels, die auf diese Art und Weise Kampf der Reality Stars bislang nicht kommentiert, moderiert hat. Und ja, jetzt darf Lola. Ist das fair? Ist das fair? Jetzt mal eine ganz kurze, legitime Frage. Wenn Lola jetzt auch Kampf der Reality Stars moderiert, findet ihr, das ist okay? Weil sie macht ja schon Temptation. So. Tomala macht Aito. Und jetzt macht Lola auch noch Kampf der Reality Stars, wenn es so ist. Gibt es nicht noch weitere geeignete
ModeratorInnen, die das vielleicht auch machen könnten. So, weil am Ende hast du da so ein Monopol. Was will sie danach noch kommentieren? Ich bin jetzt nicht neidisch oder so, ne? Obwohl ich natürlich auch nicht Nein gesagt hätte. Ich hätte mich da gerne ausprobiert. Ich bin überhaupt nicht neidisch, weil ihr wisst, ich liebe Lola, ne? Ich mag die total gerne. Auch wenn sie mit einigen Themen ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat. Aber wie seht ihr das? So, dann haben wir hier, liebe Lola, wir senden dir von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft. Wir denken an dich, dein RTL-Team. Achso, das war auf die Diagnose bezogen. Oder dieses, dass sie einen Tumor hat. Das ist ein bisschen von der Reihenfolge, glaube ich, auch gerade nicht so günstig. Weil ich glaube, dass diese Story, wo sie sich freut über den Moderationsjob, die kam nicht direkt nach der Thematik mit der Vorsorge. So, und jetzt schreibt sie hier, ich kann mein Glück gerade kaum fassen. Ich bin so unglaublich beseelt von dem wunderschönen Tag mit meiner Mama. Sie ist für mich einfach das größte Geschenk. Sie hat mir mein Leben geschenkt und ist der Grund, dass ich heute hier sein darf. Ihre bedingungslose Liebe gibt mir immer so unfassbar viel Kraft und ich hoffe, dass ich noch unendlich viele Sternstunden mit ihr erleben darf, weil wir immer so eine Leichtigkeit und Freude miteinander erleben. Oh Gott, kann ich mir gar nicht vorstellen mit meiner Mama. Aber wie schön. Und dann die ganzen verrückten Anrufe von meiner besten Managerin, die mir erzählt, dass wir uns vor Aufträgen kaum retten können und ich eigentlich schon ausgebucht bin bis Ende Dezember. Es fühlt sich an wie ein Film, wie ein Traum, wie ein Märchen. Zu schön, um wahr zu sein. Und auch wenn sich das vielleicht vermeintlich perfekt anhört, habe ich natürlich trotzdem zeitgleich meine Ängste, Zweifel, Trigger. Aber diese schaffe ich immer mehr in den Griff zu kriegen, bewusst hinzuschauen, alte Strukturen zu durchbrechen, dem Leben immer mehr zu vertrauen und hoffentlich dafür zu sorgen, irgendwann ganz tief in mir das Gefühl zu verankern, dass ich gut genug bin. Nicht, weil ich beruflich bei 100% Erfolg bin, sondern vor allem auch privat zufrieden und glücklich mit mir zu sein. Ich bin so dankbar für alles und weiß gerade gar nicht, wie ich das jetzt schaffen soll. Danke, liebes Leben, dass ich das alles erleben darf. Und danke, liebes Universum, dass ich mir alles wünschen darf. Oh Mann, das wird schön. Ich finde das richtig schön. Also ich weiß ja, dass Deutschland schon so eine Neidgesellschaft ist. Und ich bin manchmal so an so Punkten, wenn es beruflich gerade richtig, richtig gut läuft und ich irgendwie voll die geile Neuigkeit habe, dann weiß ich immer nicht, ob ich das so loswerden darf, weil ich habe manchmal die Befürchtung, dass mein Gegenüber vielleicht gerade nicht an so einem Punkt ist und dass es der Person dann schwerfällt, sich wirklich für mich zu freuen, ohne sich selber dann zu vergleichen. Wie geht's euch mit solchen Neuigkeiten und wie reagiert ihr jetzt auch auf Lolas Äußerungen, wie zum Beispiel, das Leben ist perfekt, beruflich 100%, ja, mein Leben ist ein, was hat sie gesagt, ein Märchen, so, was macht das mit euch? Freut ihr euch für sie oder macht es dann auch was mit euch, dass ihr so denkt, und bei mir ist es nicht so, let me know. Uiuiui, und jetzt haben wir hier, Luciano kennt ihr ja, ne? Und jetzt schreibt hier, also eine Miss Nameless, schaut euch mal die Story von ihr an. Sie hat ein Kind von Luciano und packt aus. Okay. Das ist Luciano, den kennt ihr ja. Das ist der Rapper, der ja auch mit Shirin David. Oh, so Kaki, wo häng ich jetzt gerade? Okay, ich muss mich einmal kurz um meinen Hund kümmern. So, da sind wir wieder. Also, was haben wir gemacht? Donis Hechern hat relativ schnell wieder aufgehört. Ich zucke ja dann immer gerne so ein bisschen zusammen. Aber ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich die Viola mittlerweile kenne, weil dann habe ich ihr geschrieben, habe sie gefragt, ob er das jetzt die letzte Woche bei ihr auch hatte. Und sie holt mich dann immer so runter. Sie ist dann so, ja, hatte er. Und dann habe ich ihm hinten die Puppe ausgeleert, weil eventuell muss er dann kacken. Und dann habe ich ihn auf eine Kühlmatte gelegt und dann war alles gut. Und dann sagt sie, manchmal wollen die alten Herrschaften auch einfach Aufmerksamkeit. Manchmal ist ihm vielleicht auch einfach nur kurz heiß. Und dann fühle ich mich direkt schon so abgeholt und bin wieder unten. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen geweint, weil wir uns alte Fotos angeguckt haben von Hunden, die nicht mehr da sind. Leute, Vergänglichkeit. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir bewusst das Hier und Jetzt genießen.
Ja, deswegen haben wir jetzt auch gerade noch mal 10 Minuten gekuschelt und jetzt geht's hier weiter mit Miss Nameless und sie hat wohl ein Kind von Luciano. Ich würde am liebsten jedes Detail der Story zwischen Erzeuger und mir euch zeigen, aber da wir gerade gerichtlich nicht auf einen Nenner kommen und sich alles in die Länge zieht, weil du dich deiner Verantwortung nicht stellst und meinst, mir und meiner sowohl auch deiner Tochter das Leben erschwerst, mache ich den Mund auf. Vielleicht bringt es nicht viel und vielleicht interessiert es nicht wirklich jemanden, aber ich werde den Mund nicht mehr halten. Ganzen leeren Versprechen, deine Tochter anzuerkennen, geschweige dich zu sorgen. Pusteblume, traurige Wahrheit, er kennt nicht mal ihren Namen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dies hier tun werde. Doch meine Geduld ist am Ende. Schämt euch. Und du, Mr. Baby Daddy, Luciano ganz besonders. Ich habe meine Tochter zur Liebe den Mund gehalten bis heute. Deine Lügen stinken bis hierher und ich werde mir diesen Schuh nicht mehr anziehen. Und ihr Idioten, die alle nach seiner Nase tanzen und alles mitspielen, nur damit ihr profitiert, schämt euch. Ihr belügt jeden eurer Freunde. Okay. Und deine ganzen Lügen. Am liebsten würde ich alles und jeden zeigen, was Sache war, wie lange Sache war und wer alles Sache war, aber das spielt für mich keine große Rolle mehr. Karma wird jeden einzelnen von euch bumsi bumsi. Er solltest du anfangen, Verantwortung zu tragen. Deine Tochter darf nicht mal das Land verlassen, weil du zu blöd bist, deine Unterschriften zu leisten. Ach, ich hätte das Kind bekommen wegen deinem Fame. Lass mich nicht komplett auspacken. Du und ich wissen beide genau, was Sache war und ist. Oh mein Gott, eines Tages wirst du Reue verspüren, aber dann wird alles zu spät sein. Gott ist groß. Okay, liebe Leute, ich habe alles probiert. Ich kriege diese Kopfhörer nicht mehr zum Laufen. Deswegen werde ich das jetzt als Zeichen nehmen, hier nicht mehr weiter zu kommentieren. Ich glaube, wir haben schon gut was zusammenbekommen, ne? Wenn ich mich nicht irre, dürfte das Video vielleicht am Ende 50 Minuten lang sein. Das ist doch schon mal was, oder? In dem Sinne sage ich schönen Sonntagabend euch. Sagt mir bitte, ja, was ihr denkt. Ich habe euch nämlich einige Fragen gestellt heute und würde mich sehr, sehr freuen über eine Rückmeldung. Tschüssi, bis morgen.